Nein! Ist es dein Ernst? Alter, halt's Maul! Nein! Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Avenger Talk. Ich bin natürlich wieder Avenger und ja, die Ereignisse haben sich diese Woche echt überschlagen. Ich habe 2 Punkte, zu dem einen komme ich jetzt, den anderen habt ihr aber schon im Vorspann gesehen. Richtig, richtig geil, Mann. Ich war sowas von gehypt, Alter. Ich habe mich gefühlt wie der größte Gott auf der Welt. Und ja, jetzt kommen wir erstmal zu 4Gamer. Du hast dir diese Woche ein Best-of von Avenger hochgeladen, also von mir. War ich schon mal mega geehrt und deine Ansprache am Schluss, Alter, du hättest mich sehen sollen, ich sah ungefähr so aus. Wo ich das geguckt habe, mega gerührt, ich habe fast das Flender angefangen, habe ich auch in die Kommentare reingeschrieben und so. Das Einzige, was mich bei dir gestört hat an dem Video, war, dass du dich selber so runtergemacht hast. Momentan ist ja YouTube so, dass jeder nur noch die Großen verfolgt. Julian Bam, Alblali, was weiß ich, was da für Leute gibt. Und da werden eben die kleinen Leute etwas vergessen. Gut, bei den meisten wie bei mir wird man zu Recht vergessen, weil der Content einfach nicht auf dem Standard ist, wo man sagt, okay, der Typ ist geil. Das war so ein kleiner Aspekt, weil du ja gesagt hast, dass YouTuber, also die kleinen YouTuber gerne mal vergessen werden. Das stimmt auch, hundertprozentig, aber dass du dich persönlich jetzt in den Schubladen mit reingepackt hast, dass jemand wie mit deinem Content jetzt nicht so gefeiert wird oder vergessenswürdig ist, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil zum einen, sei es Gaming oder deine Talk-Videos, finde ich richtig geil und ich bleibe ja immer aktiv bei dir und ich schreibe ja auch immer Kommentare. Er hat es ja gesehen, bestimmt. Und ja, ich meine, du hast ja dann auch mich gefragt, ob du das Talk übernehmen kannst von mir, wo ich jetzt gar nicht verstehe, weil das haben ja viele eigentlich jetzt auf YouTube, ist es ja schon öfters vertreten, diese Talk-Videos. Und ja gut, das ist aber nicht schlimm, habe ich ja gesagt, kannst ja mal alles drum dran. Und dann hast du noch gefragt, wie du das Ganze nennst. Und das fand ich jetzt auch immer mega geil, dass ich dir 2 Sachen geschrieben habe, diesen Laber-Forgie oder so, oder den Forgie-Flash. Den Forgie-Flash hast du übernommen, hast mir am selben Tag noch ein Intro geschickt per Skype, auf jeden Fall mega geil. Und das ist das, was ich an YouTube so liebe, diese Interaktion mit den Abonnenten oder mit anderen Kanälen, weißt du, und du hast mir das wieder gezeigt, dass es einfach nur richtig geil ist. Ey, Mann, Leute, ich bin einfach so euphorisch gerade, seht ja gerade schon, nicht? Also, meinen tiefsten Respekt hast du, es gibt 2 Aspekte, die für dich sprechen, auf jeden Fall, du bist im geilsten Netzwerk der Welt, nämlich bei HoneyTeam.net, Honey Hosting. Und zum zweiten, ich feiere deine Videos, andere ja auch, also so schlecht kannst du gar nicht sein. Es ist halt momentan so, dass der Algorithmus halt immer mal ein bisschen uns in die, also nicht gerade in die Karten spielt. Und ich würde einfach sagen, bleib einfach dran, bleib so wie du bist mega sympathisch und machst halt echt geile Videos. Und du hast ja bei Channel of the Year, Battle of the Users, hast du ja auch bewiesen, dass du mit Effekten richtig was drauf hast. Also mach dich selber nicht so runter, steck dich bitte nicht in die Schublade, bleib einfach dran, lad Videos hoch, damit ich mich wieder freuen kann und alle anderen natürlich auch. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, das ist ja vorgestern passiert, für die es nicht mitbekommen haben. Nachdem ich den Channel of the Year Battle of the Users gemacht habe, hat mein Netzwerk, was das geilste Netzwerk der Welt ist, ich kann es nicht oft genug sagen, die Community hat für mich eine Charity-Aktion gestartet. Soweit ich das mitbekommen habe, der Schütze hat ja, der ist ja schon sehr, sehr lange damit dabei, deswegen habe ich ihn ja bei Channel of the Year auch so geehrt dafür. Der hat ja mitbekommen, dass ich meine Grafikkarte geschrottet habe. Die Woche ist was passiert. Die meinen Kanal wirklich mitverfolgen, die mich auch auf Skype geedet haben, die wissen vielleicht schon, vorgestern ist meine Grafikkarte kaputt gegangen. Never mind, I'll find someone like you. Beziehungsweise die ist halt einfach kaputt gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da was dazu beigetragen habe. Keine Ahnung. Das ist ja damals passiert, wo ich mit Ich mag Milch praktisch das Dead by Daylight. Mir ist es endlich eingefallen, Gott sei Dank, ey. Verdammte Scheiße. Nee, Dead by Daylight war's und da kam ein neuer Patch dazu und dann habe ich endlich das Spielen anfangen können und dann auf einmal Pixel Party auf dem Bildschirm und ja, Scheiße. Ich dachte dann erst, okay, vielleicht liegt das, keine Ahnung, an den Einstellungen oder so. Vielleicht ist die Grafikkarte ein bisschen dreckig. Man weiß ja immer nicht, man hat ja immer so ein paar kleine Probleme im Lüfterchen. Ja, wir haben da eine andere Grafikkarte eingebaut, beziehungsweise die Grafikkarte beim PC von meinem Sohn.
Und ja, das ist halt alles irgendwie auch so gewesen. Und dann dachte ich mir, ach du Scheiße, jetzt ist die Grafikkarte kaputt und Ding. Ja, dann hatte ich ja die Hoffnung, habe ich ja im Video gesagt, ich habe da meinen besten Kumpel angerufen, der hat gesagt, hier, pass mal auf, du hast Garantie 2 Jahre, ist noch nicht ganz abgelaufen, wir schauen mal. So, er hat das Ganze dann eingeschickt, hat an den Support geschrieben von Amazon und die haben dann gesagt, ja, das Unternehmen ist pleite gegangen. So, jetzt hatte ich keine Grafikkarte mehr. So, aufgrund dessen, denk ich mal, hat der Schütze sich dann gedacht, boah, Alter, der braucht eine Grafikkarte, komm, wir legen jetzt mal alle zusammen, machen eine Charity-Aktion für ihn, dass er sich die Grafikkarte kaufen kann. Alter, mega geil. Ich weiß, ist nicht so viel bei rumgekommen. Schütze war ja ein bisschen geknickt, hat gesagt, boah, na, ist nicht ganz so gut gelaufen. Ja. Ich meine, gut, er hat immerhin 4 Euro eingenommen. Das ist schon mal mega geil und vor allem für mich hat sowas ja noch niemals jemand gemacht, außer meine Familie natürlich. Die legen ja jedes Jahr zusammen für meinen Geburtstag und so. Da komme ich auch nochmal später dazu. Und ja, und der Thor Riders hat ja sensationell 17,20 Euro oder sogar 25, ich weiß gar nicht mehr wie viel, irgendwas hat er mir geschrieben auf jeden Fall. Ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, tut mir leid. Ich bin ja auch so ein bisschen aufgewühlt gerade. Ja, und ich habe dann schon zum Schütze gesagt, ey, das ist kein Thema. Ich finde es auf jeden Fall schon die Geste geil, dass sowas jemand mal für mich gemacht hat. Und ja, das ist halt einfach, was soll ich noch sagen? Geiles Netzwerk auf jeden Fall. Oder ganz Community in dem Fall. So, und dann ist vorgestern was passiert. Für die Leute, die den Fortnite-Stream nicht mitbekommen haben. Ja, ich habe noch Fortnite gestreamt. Der B-Tech hat gesagt, Alter, hier, Leute, du lad dir Fortnite runter, macht mega Fun das Spiel, ja, und du machst Klicks ohne Ende. Mir geht's da zwar nicht um die Klicks, aber ich dachte halt, ey, gut, haust du das Spiel einfach mal drauf. Ist ja umsonst, kann man ja nichts falsch machen. Und dann habe ich das Ganze gestreamt. So, ja, mein bester Kumpel, mit dem wollte ich 7 Days to Die spielen. Der hatte aber keine Energie mehr, der kam dann von der Bundeswehr und hat gesagt, ey, Leute, ich bin so verreckt, Mann, ich kann heute nicht mehr. Ja, verschiebt man es auf morgen oder übermorgen, also heute. Und ja, dann habe ich Fortnite gestreamt. So, und es ist eigentlich ganz gut gelaufen so. Ich habe dann natürlich auch wieder mein Goal oben mit reingepackt, mit von wegen für eine neue Grafikkarte. Und habe dann halt so gezockt. Ich war ein bisschen frustriert in dem Spiel, weil ich halt nicht so ganz zurande kam. Und dann kamen halt so viele Leute wieder dazu. Also sensationell, dass so viele bei meinem Stream zuschauen. Das finde ich immer wieder geil. Und irgendwann kam Fair Gaming. Und ja, hat dann ein bisschen zugeschaut und so im Laufe des Streams, da kamen die ersten 50 Euro und dann, Alter, was ist denn jetzt kaputt? Ich bin ja sowas von abgegangen, jetzt schon bei 50 Euro. Ich meine, so viel habe ich vorher noch nie bekommen im Stream. Richtig, richtig nice, Mann. Aber er hat noch einen draufgesetzt. Dann kamen nochmal 10 Euro drauf und dann, wo ich dann den Stream eigentlich beenden wollte und ich dann so ein kleines, hab dann gesagt, hier, ich habe noch 10 Minuten Zeit oder 8 Minuten, wir machen jetzt nochmal so ein bisschen Real Talk und so. Alter, dann ist das passiert, damit hättet ihr niemals gerechnet und ich sowieso schon mal ganz und gar nicht. Nein! Ist das dein Ernst? Alter, halt's Maul! Nein! Alter, Leute, das ist nicht dein Ernst! Warum hast du so viel Geld? Scheiße! Er hat mir dann nochmal das letzte Geld, wirklich das letzte, und das waren glaube ich 229 oder 22 oder 23, ich hab's nicht mehr im Kopf, Euro hat er mir gespendet. Ich meine, ihr habt ja im Vorspann schon gesehen, ich war auf jeden Fall den Tränen nahe, Alter, ich hab fast geheult, Alter, ich war sowas von glücklich, bin ich jetzt immer noch, und ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich das gut machen soll, und ich hab das ja auch gesagt, viele werden sich von euch jetzt singen, ja, die großen YouTuber machen sich da auch keinen Kopf drüber, und warum machst du dir überhaupt Kopf? Ich bin halt anders, sag ich jetzt mal, erzogen worden. Ich mach mir da halt schon ein paar Gedanken, weil das ist ja nicht selbstverständlich, dass man mal eben so einen fremden Mann, den man kaum kennt, nur durch die Videos halt, so einen Haufen Kohle spendet. Ich habe das ja sofort an meine Familie geschickt. Nachts ist meine Frau wach geworden, weil die ja 1,5 Stunden später arbeiten muss, beziehungsweise aufstehen zum Arbeiten fertig machen und so. Und da habe ich ihr das erzählt, die war ja völlig aus dem Häuschen. Die hat gesagt, oh Alter, ich freue mich so für dich, mega geil und so. Wir wollten schon so einen Geburtstag zusammenlegen. Da habe ich gesagt, können wir die eigentlich vergessen und so. Kommen wir später nochmal dazu. Und ja, mein Freund und Ding. Und mein Bruder hat dann gesagt, Alter, du musst irgendwas machen. Und wenn es nur, keine Ahnung, irgendwas Persönliches ist, was du da rumstehen hast. Ich habe mir dann gedacht, ich mache was ganz Persönliches. Hat er auch gesagt, ein T-Shirt von mir, so wie bei Schütze-Ding. Schreibt mir einfach per Skype oder PN. Ich weiß, die Skype-Adresse stimmt nicht. Da muss ich nur mal ein bisschen was rumfuchsen. Das ist nämlich immer noch Eventer 2010. Einfach nach meinem Logo schauen, dann werdet ihr es sehen. Und ja, oder PN YouTube, also persönliche Nachricht, deine Adresse, Größe, und dann kriegst du definitiv von mir ein T-Shirt zugeschickt. Ich denke mal, wenn ich ihm heute Bescheid sage, ist in 2 Tagen fertig. Und dann kann ich sie direkt nach Hause schicken. So als kleines Dankeschön. Ich weiß, es ist nicht mal im Verhältnis so viel wie das, was du mir gespendet hast. Aber ich finde es einfach nur mega krass. Und du kannst dir echt Gedanken machen, wie du willst. Und warum mich jetzt dazu so hype. Aber ich fühle mich einfach so glücklich momentan. Und es ist alles nur dir zu verdanken. Das Geld wird am 15.01. Transferiert. Also kommt dann praktisch auf mein Konto. Ich habe meinem besten Kumpel schon Bescheid gesagt. Hier, guck mal nach Grafikkarten. Ich weiß, ich wollte mir die Radeon RX... Red Devil holen. Er hat gesagt, es gibt vom Preis-Leistungs-Verhältnis noch was Besseres. Und da guckt ihr jetzt auf jeden Fall. Und dann werde ich
definitiv die Grafikkarte bestellen, einbauen und das habe ich nur dir zu verdanken und dafür nochmal ein krasses Dankeschön an dich. Ich möchte jetzt die Community und Honey Hosting, ich weiß, dass ihr hinter mir steht und dass ihr alles macht dafür, dass alles so funktioniert und dass alles so klappt, wie ich mir das immer gewünscht habe. Schaut bei Fail Gamer League einfach mal vorbei. Ihr müsst da kein Abo dalassen, ich habe nur, also müsst ihr nicht, ihr könnt, aber ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen und ich denke mal Fail Gamer auch. Er hat, so wie alle von uns, so einen kleinen Disput mit Ramtix gehabt. Wir haben ja danach der Spende nochmal in ein Video von ihm reingeschaut und es war jetzt das Video an sich, verstehe mich nicht falsch, war zwar nicht aufwendig oder so, aber was mich beeindruckt hat an dem Video war von dir, dass es einfach ein krasser Real Talk gewesen ist. Weißt du, wie ich meine? So wie du bist, nichts gefaked, nichts aufgesetzt, einfach du hast so auf die Kommentare reagiert, so wie du das halt so machen würdest, ohne irgendwie was vorzuspielen. Und das fand ich halt mega nice. Ich habe dann noch das Video gegen Ramtix an sich von dir gesehen. Ja, du hast so in die Kommentare geschrieben, du laberst so viel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, andere Reaction-Videos, wenn man sich die mal anschaut, die machen alle auch schon und labern was dazu. Ist doch klar, weil während dem Ding, das mache ich auch, hast du dann sonst nicht so viel Zeit und du musst auch auf die Punkte eingehen. Und ich denke mal, das ist ja auch so wichtig bei so einem Video. Also ist meine Meinung. Auf jeden Fall mega gut. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Vielleicht könnt ihr in den Kommentaren, ich habe da ziemlich viel geschrieben zu den ganzen Hater Kommentaren, die er dafür bekommen hat von der Olympic. Und ja, haut auf jeden Fall mal was rein und lasst auf jeden Fall ein Like da, damit wir diese kleine Differenz von Dislike zu Likes ein bisschen ausgleichen können. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich werde es natürlich mitverfolgen, ne, dass da auch wirklich was passiert ist. Ja, es hilft ihm auch im Algorithmus ein bisschen hochzukommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Schaut doch bei ihm vorbei und unterstützt ihn ein bisschen. Ich werde es auf jeden Fall tun und ich hoffe, du freust dich über das T-Shirt. Viel gibt es dazu schon nicht mehr zu sagen. So, ihr wisst auf jeden Fall, worum es geht. Viel gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Nochmal ein krasses Dankeschön an Honey Hosting natürlich, also an meine Community und an Fail Gamer League. Auf meine Unterstützung kannst du hoffen, Alter. Für die, die mich kennen, die wissen das. So, see you next time, euer Avenger. Haut rein, im Abspann könnt ihr natürlich nochmal hier sämtliche Videos anklicken und für die, die mich jetzt neu kennengelernt haben, die mich noch gar nicht so gut kennen, könnt ihr vielleicht nochmal auf den Abo-Button drücken. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. See you next time, euer Avenger, das habe ich glaube schon mal gesagt. Egal, haut rein, ihr Ratten. Servus, alter Schwede.